Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind im verschneiten Oberböser und ich sehe doch, da kommt schon die Dampflok. Da hinten ist gerade der IC noch durchgerauscht. Jawohl, und hier unsere erste und bis jetzt einzige Verbindung vom, ja ich sag, sagen wir mal Festland. Vom Festland hier nach Oberböser in die Berge. Und jetzt möchte ich Folgendes machen. Nämlich eine gute Idee aus den Kommentaren, besten Dank dafür. Wenn wir das klein halten wollen, also anfangen tut es mir damit, dass wir hier nicht 10.000 Verbindungen haben. Wir müssen aufpassen, wenn wir hier Nahrungsmittel bringen. Das bewirkt natürlich auch, dass die Stadt wächst. Wir können aber die Straßen abschließen, ganz einfach. Und zwar, Moment, jetzt muss ich aber selber schnell gucken, wie das gerade nochmal ging. Straßenverkehr, genau. Wenn wir hier nämlich zumachen, dann wird hier nicht mehr gebaut. Das heißt, hier können sie nicht flüchten. Machen wir das mal und testen es mal. So, in die Richtung ist wahrscheinlich sowieso eher schwierig. Aber mal gucken, ob das nicht tatsächlich klappt. Da müssen wir nicht jede Straße absperren. Also könnten wir, weil wenn sie jetzt natürlich auf die Idee kommen, hier rauszubauen, ja, dann bauen sie da raus. Dann haben wir Pech gehabt. Allerdings, die sollen auch nicht gar nicht mehr bauen dürfen, sondern es geht wirklich darum, dass das nicht hier irgendwie plötzlich zu einer riesen Metropole wird. Das soll so ein kleines Dörfchen bleiben. Und was braucht so ein kleines Dörfchen noch? Richtig? Eine Kirche. Assets. La Kirche haben wir. La dort. Wo ist sie denn? Die rutscht immer da ein bisschen rüber, weil neue Mods dazu kommen. Das finde ich selber gar nicht mehr. Gibt's doch nicht. Irgendwo hier war sie doch. Da, Kirche. Und jetzt, ich würde sagen, eher was Kleines. Was Kleines, Schlichtes. Da könnte man mit der Skalierung sogar nochmal runter. Ja, dann wird es fast ein bisschen gar klein. Und auch vielleicht eher ein bisschen auf den Hügel rauf. Ich fände diese Position nicht schlecht. Wir könnten es natürlich auch hier oben hinstellen, aber das haben wir schon in Oberkirche auf der Map. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, oder hier beim Bahnhof. Hier soll natürlich dann ein Güterbahnhof noch hin, weil ich möchte tatsächlich doch was mit Gütern machen. Werde ich gleich erklären. Also hier einfach das städtische Kirchlein. Ja, das passt doch. Das ist doch wirklich klein, knuffig und wirklich schön und wirklich Oberbösianer-like. Hier mit Kutschen etc. Jawohl, genau so möchte ich das haben. Gut, verbunden ist die Stadt mit den restlichen Städten noch nicht. Also klar, mit dem Zug. Mit der Straße noch nicht. Sollen wir das mal lassen? Weil eben genau im Hinblick darauf, dass das nicht massiv wachsen soll, würde ich das mal lassen. Und dann kommen wir jetzt aber tatsächlich auch schon hier zu den Nahrungsmitteln. Und zwar, ich würde mich jetzt mal auf die Lebensmittel beschränken. Weil hier unten, ja, das ist eine Lebensmittelfabrik, die brauchen wir in dem Sinne nicht zwingend. Aber hier in Velmar. Danke für den Hinweis, das heißt nicht Velmar, das heißt Velmar. Da gibt es Leute, die wohnen tatsächlich hier oder in der Nähe. Danke für den Hinweis. Velmar, die brauchen auch Nahrungsmittel, wie man hier sieht. Von daher könnte man das schön zusammennehmen. Das würde dann heißen, ich möchte das halt natürlich hier via zentralen Güterbahnhof machen, das Ganze. Und wir könnten das Ganze ja mal so machen, dass ja, wir im Prinzip hier unten starten. Weil das ist irgendwie doof. Wenn wir jetzt von hier, von diesem Bahnhof aus hier runtergehen, werden wir den hier gar nie brauchen. Weil weiter nach hier unten geht es nicht mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Also müssen wir jetzt hier arbeiten. Allerdings, wir haben hier natürlich keine Nahrungsmittel. Noch nicht. Da müssen wir dafür sorgen, dass die hier oben mit dem LKW hier runtergebracht werden. Und wenn das Spiel merkt, dass wir hier Nahrungsmittel brauchen, kriegen wir die dann auch. Also, dann fangen wir mal ganz vorne an. Das würde heißen, wir brauchen hier einen LKW-Port. Ich gucke gleich mal. Warum nicht hier unten sowas Fettes? Ja, ja, das soll ja hier eben noch wachsen. Das ist ja die Grundidee. Also, einmal LKW-Port der größeren Sorte. Die kann man leider nicht sloopen, die Teile. Das heißt, wir müssen schauen, ob wir das überhaupt hier so hinkriegen. Ja, es mackt ein bisschen. Okay, wenn ich dich so hier hinbaue und vielleicht mit der Höhe noch ein bisschen raufgehe. Ja, direkt komme ich nicht rein. Das ist aber egal, das können wir anders machen. Dann ist das hier auf dem Fels drauf. Das ist okay. Machen wir das mal so. Schnappen uns ein Sträßchen. Und zwar gerne eine Einbahnstraße. Die hier. Und machen von hier mal einen Eingang. Und hier machen wir den Ausgang. So, das muss man nicht so machen. Das kann man so machen. Ich finde das eigentlich eine relativ gute Lösung. Also LKW-Port hätten wir. Jetzt brauchen wir eine Linie. Die fahren jetzt natürlich zuerst leer, weil die müssen, wie soll ich sagen, die können ja nicht wissen. Ach, geht nicht. Okay, habe ich was Falsches angeklickt? Das ist doch ein LKW-Port. Da steht ja. Ach so, die kommen wahrscheinlich dort nicht hin. Ja, da haben wir noch keine Verbindung. Wir müssen erstmal eine Straße bauen. Warum kommen die denn dort nicht hin? Also die LKW fahren hier lang, dann hier durch.
Ach, und hier ist natürlich noch nichts. Okay, ja, das können wir lösen. Da würde ich aber sagen, statt dass wir jetzt nochmal eine Brücke machen, wenn das irgendwie geht, dann würde ich hier eigentlich ganz gerne unten durch. Ja, Moment, da sind wir noch um eins breiter gewesen. Gerne mit Kurve. Und dann mal mit N. Jawohl, das geht sogar. Wenn wir jetzt hier reingehen, perfekt. Zack, und jetzt müsste es klappen. Jawohl, jetzt können die LKWs hier lang. Und jetzt machen sie das natürlich auch. Düsen dort rein. Und das wäre dann im Prinzip der Food-Zubringer. Ja, machen wir das gleich mal. Zubringer. Moment. Ich sehe natürlich wieder nicht, was ich tippe. Mikro im Weg. Zubringer, LKW. Güter. Machen wir hier das folgendermaßen. Zentral. Bahnhof. Okay, dann wissen wir, was es ist. Ein Depot haben wir hier unten mit dem Amazon-Lager. Fahrzeug kaufen. Cargo. Irgendwas, was Lebensmittel transportieren kann. Das können die zum Beispiel problemlos. Nehmen wir mal dich. Wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Von allem ein bisschen. Ja, und vielleicht noch zwei solche. Dann zuweisen. Zubringer. Sehr gut. Dann hätten wir sichergestellt, dass die Lebensmittel, wenn wir sie hier unten dann brauchen, auch wirklich von hier oben darunter kommen. Das müsste funktionieren. Jetzt wollen wir natürlich noch kurz gucken, was hier rauskommt. Und durchs dichte Gras durchfährt. Wie gesagt, das möchte ich so lassen. Ich finde das eigentlich cool. Das zeigt, dass das hier nicht ewig in Gebrauch ist. Also nicht die ganze Zeit. Da hinten noch das Krokodil mit dem Kesselwagen. Sehr schön, es kommt langsam Leben in die Bude, würde ich sagen. Hier die kleinen LKWs. Wunderbar. So, sorry, da muss ich einen kleinen Schnitt machen. Meine Tochter ist gerade reingekommen. Ich glaube, ich bräuchte mal so eine Lampe. Wenn ich aufnehme, leuchtet die rot, dann heißt das kein Zutritt. Naja, was soll's. Gut, also die LKWs haben wir. Die düsen jetzt hier lang. Die werden, wie gesagt, im Moment noch leer fahren. Das ist klar. Was wir jetzt hier brauchen, das ist ein Zug, der tatsächlich die Lebensmittel dann darauf bringt. Was wir jetzt aber auch brauchen, ist wahrscheinlich nochmal eine kleine Verstärkung der Lebensmittelproduktion. Wenn wir hier mal gucken, die sind bei 300 auf aufstrebendem Dingen sozusagen. Da könnten wir eigentlich schon schauen, dass wir hier nochmal, wo haben wir denn? Hier oben, genau, hier haben wir nochmal einen Bauernhof, dass wir von hier aus auch nochmal Getreide hier runterbringen, damit diese Lebensmittelfabrik noch ein bisschen befeuert wird. Oder wir können natürlich auch zuerst die Strecke machen. Wobei, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt die Lebensmittelstrecke machen, von hier nach Oberbösa, dann vergessen wir nachher, dass wir hier im Prinzip die ganze Strecke, beziehungsweise den Lebensmittelzirkus, die Lebensmittelzirkulation, das wollte ich sagen, dass wir das noch ein bisschen beleben müssen. Wir könnten natürlich wahlweise hier hinten noch einen Bauernhof hinsetzen, wobei wir haben hier einen Bauernhof. Der ist, glaube ich, in Benutzung. Ja, da fährt ein Zug. Aber der hier wäre natürlich auch noch. Den könnten wir auch noch nach da vorne ziehen. Ich würde jetzt aber beim naheliegenden anfangen. Das wäre er hier. Und im Prinzip könnte man hier in die Gleise reindüsen und das dann mitnutzen. Wenn ich hier mal die Linien habe, das ist diese grüne Linie. Die düst hier vorne rein. Und dann hätten wir dieses Gleis noch frei. Denkst du, haben wir nicht, weil hier eine grüne Linie ist. Okay, haben wir nicht. Dann müssen wir das anders lösen. Das war hier vorne. Wo können wir denn noch rein? Ich habe gesagt, wir nutzen den hier, ist ganz klar. Aber den nutzen wir dann wirklich, um die Lebensmittel wegzutransportieren. Wobei, wir könnten natürlich auch mit dem Getreide hier rein. Dann müssen wir aber wieder LKWs haben, die das Getreide dann darüber bringen. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann zu viel wird. Ah, cool aussehen tut schon. Also, es gefällt mir. Also, dann lasst uns doch noch mal kurz schauen. Haben wir hier irgendwie, irgendwo, in irgendeiner Form ein freies Gleis? Ja, das hier. Das wäre frei und dann hätten wir die beiden noch. Naja, nee, da haben wir auch noch das Rechte. Dann wäre dieser Bahnhof im Prinzip dann voll. Also, gucken wir mal. Ich schnappe mir mal ein Gleis. Ich baue mal sozusagen testweise. Machen wir das 160er Gleis. Das wäre hier raus. Wenn es irgendwie geht. Ich weiß, dort haben wir eine Weiche. Ja, die haben wir viel zu früh. Na gut, dann können wir natürlich auch hier raus. Die Frage ist, ob das geht, ohne dass das wieder komisch aussieht. Ja, dann haben wir hier aber eine Doppelnutzung. Das müssen wir anders machen. Wir müssen diese Weiche ein bisschen versetzen. Machen wir kurz Pause. Nicht, dass hier irgendjemand die Krise kriegt. Das hat schon mal perfekt geklappt. Dann muss das hier weg. Wenn wir jetzt gucken, das Signal, das muss natürlich auch weg. Das müssen wir verschieben. So, die sind dann zu nah. Deswegen nehme ich sie auch gleich weg. Signal, welches ist jetzt nicht so relevant.
ich würde mal sagen. Warum nicht vielleicht sowas in der Richtung? Haben wir, glaube ich, noch nicht allzu oft. Also das wäre mal so. Und dann würde ich sagen, ungefähr hier. Das andere, das würde jetzt eben heißen, wir hätten hier viel mehr Platz für unser weiteres Gleis. So, geht aber immer noch nicht. Aha, okay. So geht's. Und wie sieht das aus? Ist eigentlich bei der Brücke halbwegs okay, finde ich, was jetzt hier die Geländer etc. angeht. Können wir so machen. Okay, gut, ich mach's mal. Wir können sie auch da abreißen, wenn wir es dann doch nicht brauchen. Und dann aber hier rein. Sehe ich das richtig? Sollen wir hier auf diese Gleise? Ist hier schon massiv Betrieb? Ja. Blau, das ist sowieso nicht, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich die grüne Linie. Wir müssen eigentlich nach hier. Und das wäre das Tunnel. Das würde heißen, wir müssen hier rüber und hier unten in die Gleise rein. Können wir natürlich auch machen. Okay, gut, dann machen wir das so. Das würde heißen, wir schnappen das Gleis. Wo sind wir stehen geblieben? Hier hinten. Wir nehmen das mal mit bis, sagen wir, hier hin. Oder wir gehen hier sogar rüber. Und jetzt verlassen wir das Ganze aber hier. Und wie wir das dann zweigleisig machen, das gucken wir. Ja, das würde passen. Kommen wir da auch in das Gleis rein? Wahrscheinlich ja. Dass wir hier zwischendurch düsen, das gefällt mir eigentlich von der Idee her relativ gut. Da müssen wir jetzt aber nochmal ein bisschen zurück. Sagen wir mal so. Ich pause mal. Dass wir hier geradeaus durchkommen. Dann verletzen wir sozusagen keins dieser Felder. Dann hier die Kurve. Und im Prinzip dort dann rein. Die Frage ist, müssen wir hier rein? Müssen wir natürlich nicht. Es lohnt sich auch fast nicht. Guck mal, hier ist bereits der Bahnhof. Dann würde ich das hier andocken, das Ganze. Das würde heißen, das wäre dann so. Ja, gerne ein bisschen mit einer Kurve. Und doch, doch, durchaus gerne auch aufgeschüttet. Gefällt mir tatsächlich besser. Also, nehmen wir. Haben wir Strom? Jawohl, Strom haben wir. Lasst uns das mal bauen. Achso, ich habe hier hinten angefangen. Zack, passt. Und jetzt sollten wir aber schon gucken wegen zweigleisig. Und ich sehe schon, das wird natürlich jetzt schwierig hier. Nee, es geht. Guck mal, ohne dass hier ein zweites, beziehungsweise ein Feld gekappt wird. Das ist ja ganz nett. Okay, dann brauchen wir hier aber nochmal eine Weiche. Ich baue es mal und gucke, wie es aussieht. Ja, jetzt haben wir genau den... Halt, nicht die Konsole. Hallo? Konsole bitte weg. Jetzt haben wir hier genau den Effekt, den ich eben nicht will, dass hier irgendwie so die Geländer reinhängen. Ich nehme das nochmal weg. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Die Frage ist halt, wie soll man das anders lösen? Weil wir sind hier nun mal auf der Brücke. Wenn ich hier vielleicht früher rausgehe... Ja, nee, das geht nicht. Okay. Hier nochmal. Ja, man sieht schon, das wird dann irgendwie... Es wird einfach nicht schön. Allerdings, wir müssen es fast so machen. Oder wir machen halt diesen Abschnitt hier tatsächlich eingleisig. Das wäre natürlich auch eine Idee. Dass wir erst hier zweigleisig werden. Hier mit einer Weiche. Hier rein. Ja. Zack, okay. Ist auch nicht perfekt, gebe ich zu, aber da kann ich halt nichts machen. Es ist halt, wie es ist. Es wird halt so gebaut, wie gebaut wird. Das liegt einfach an den Brücken. So. Aber dann haben wir es zweigleisig, weil eingleisig ist das natürlich nicht wirklich ideal. So, einmal hier rüber. Okay, jetzt möchte ich das zuerst haben, weil ich möchte natürlich, dass wir hier die Brücke haben. Sozusagen die Brücke annehmen. Würde heißen so. Okay, bis wohin? Bis hier hinten hin. Und allzu weit haben wir es, glaube ich, nicht mal mehr. Das kommt hier mit. Düst hier aber schon wieder weg, weil wir wollen dort ja nicht in den Bahnhof rein. Finde ich eigentlich cool, gefällt mir so vom Ding her. Nehmen wir. Und da müssen wir dann aber aufpassen, dass wir nicht noch unter die Erde kommen. Wo ist mein zweites Gleis? Moment, da stimmt was nicht. Ich habe das schon weitergebaut. Was haben wir denn hier Komisches? Nein, ich habe das falsche Gleis erwischt. Halt, nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Schade, wäre cool gewesen, aber das können wir natürlich auch mit dem anderen Gleis machen. Ich muss schon das hier nehmen, dieses. So, dass wir damit hier lang düsen. Jawohl, weil hier müssen wir auch nicht ausbauen. Also das wird nie mehr als eine Linie geben hier. Vielleicht weitere Züge, das kann sein, aber das bleibt dabei, dass dieser Bahnhof eingleisig ist. Deswegen können wir das eigentlich relativ gut so machen. So, jetzt hier rein und dann funktioniert das Ganze auch. Jetzt mal gucken, was wir damit machen. Ja, das fällt. Oder wir gehen in den Tunnel rein. Das Problem ist aber, wir kommen hier wahrscheinlich nie wieder auf die Erde
zurück. Wir müssen nach da hinten. Okay, wir müssen sowieso in die andere Richtung. Wir müssen hier hin. Aber man sieht hier, wir kommen nicht mehr aus der Erde raus. Nee, das wird so nicht funktionieren. Das müssen wir anders machen. Wir müssen uns hier hochdrehen sozusagen. Sagen wir mal so. Ich versuche das jetzt einfach mal mit einem Gleis. Ich weiß, ich kann natürlich den hier aktivieren. Das gibt einfach zu krasse Klippen dann fast für meinen Geschmack. Ja. Nochmal eine Kurve, nochmal eine Kurve. Machen wir so, gehen hier wieder zurück. Dann gibt das fast ein bisschen so... Ja, eine Bergstrecke. Aber es geht halt nicht anders. Es ist halt nun mal einfach ein Gefälle da. Das müssen wir akzeptieren. So. Hier oben wären wir. Jetzt brauchen die hier natürlich noch einen Bahnhof. Einen Cargo-Bahnhof. Und sie brauchen auch hier nur ein Gleis. Und gerne den Kopfbahnhof und die 240. Mal gucken, den können wir loopen. Müssen wir gar nicht. Guck mal, der passt hier doch perfekt hin. Allerdings, er muss natürlich irgendwo hier oben sein. In der Nähe des Auenhof-Gebäudes. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ich hier hinhängen. Ja, ein bisschen loopen müssen wir trotzdem. War, glaube ich, sogar aus lauter Glück die richtige Richtung. Ja, machen wir es mal so. Drehen dich noch ein kleines bisschen. Zack, und dann haben wir dich. Passt, hier kriegen wir Getreide. Das wird funktionieren. Jetzt müssen wir hier aber natürlich nochmal zu einem Bogen ansetzen. Sonst kommen wir hier nicht in die Gleise rein. Wäre dann so. Moment, gerne mit ein bisschen mehr Höhe. Weil hier oben haben wir auch Höhe. Ja, das klappt sogar. Okay, da nehmen wir eine schöne Güterzugbrücke. Sowas in der Richtung. Und das gefällt mir jetzt schon. Das ist eine relativ coole Strecke. Für einen Güterzug. Sehr nett. Okay. Und da werden wir, würde ich vorschlagen, es gibt so einen neuen Vectron-Pack mit irgendwie 43 Lokomotiven, sagen wir. Da möchte ich gerne eine Lokomotive davon nutzen. Mindestens eine. So. Gut, hierhin. Hierhin und hier oben eine Weiche. Jetzt ist wieder das Gleiche, wenn wir hier die Weiche machen. Das wird irgendwie wieder komisch aussehen. Ich baue es mal. Ja, da steht halt jedes Mal das Geländer irgendwie so drin. Das ist schon schade. Ich hoffe, das kriegt man irgendwie einen Modder hin, dass er das vielleicht ändern kann. Weil dann machen wir das einfach so, dass wir hier die Weiche haben. Und dann ist das hier eingleisig bis in den Bahnhof rein. Gut, das würde schon mal passen. Wir setzen Signale. Ich mache das manuell, ganz einfach, weil das ist keine lange Strecke. Nicht, dass wir hier jedes Mal wieder umstellen müssen. Dann haben wir dann da eine Stelle 3. Ich nutze das mit den automatischen Signalen sehr gerne, aber eben... manchmal macht es ganz einfach keinen... Oh, habe ich es doch aktiviert? Ich habe es eh aktiviert. Gut, ich wollte gerade sagen, machen wir mal einfach keinen großen Sinn. Ja, aber hier ist okay. Wir gehen ja da ja auch nicht in die Gleise rein. Nee, nee, das passt. Gut, hier ist auch in Ordnung. Hier gehen wir auch nicht in fremdes Gleis rein. Hier müssen wir einfach gucken, dort, wo es zweigleisig wird. Wo wird es zweigleisig? Ab hier. Okay, das heißt, wir brauchen danach kein Signal mehr. Haben wir auch nicht, weil... Dort fahren die Züge natürlich dann gegeneinander. Das heißt, sie würden sich angucken. Wir brauchen hier ein Signal. Dafür nehme ich das jetzt aber tatsächlich raus. Das kommt weg. Und dann kommen die Signale in die andere Richtung. Und da können wir es eigentlich wieder aktivieren. Das wäre dann ab hier. Jawohl, passt. Signal, 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 Signal. Hier oben wieder das gleiche bei der Weiche. Da sieht man, da haben wir auch hier... Eins zu viel. Und auf der anderen Seite dafür keins. Ja, da würde ich hier nochmal eins machen. Moment, das war jetzt aber die falsche Richtung. Sehe ich das richtig? Nee, nee, das war richtig rum. Gut, nee, passt. Also, Linie. Neue Linie. Zack, von hier. Hier runter in diesen Bahnhof rein. Und man sieht, das klappt. Wir sind pinkfarben. Und hier ist das Ganze pinkfarben. Hier ist es zweigleisig. Bestens. Gut, das ist dann... Getreide? Oder wie haben wir denn die anderen Linien genannt? Das wäre eigentlich noch relativ wichtig. Ich möchte, dass die ähnlich heißen. Das hier ist Zentralgüterbahnhof Getreidezug 2. Ich kopiere mir das mal. Ich hoffe, ich habe es kopiert. So, Linien. Auge. Dann brauchen wir das Teil. Nicht S, sondern... Zack, den hier und dann hier die 3. Das ist bereits der dritte Zug, der Getreide bringt. Sehr schön. Ein Depot werden wir haben. Die Frage ist, ob wir mit den Gleisen irgendwie hier reinkommen. Wir haben dort ein Depot, dort ein Depot. Ja,
Wir müssen halt nochmal eins bauen. Es hilft ja nichts. Vielleicht hier unten hin und dann nicht in die Gleise reinkommen? Nö, möchte ich eigentlich nicht. Hier irgendwie ein Depot hinstellen. Oder hier oben. Man kann die natürlich überall hinstellen, diese Depots. Ich meine, aussehen tun sie überall. Gut, hier oben ist es ein bisschen nutzlos, weil hier oben werden wir nicht allzu oft sein, fürchte ich. Und hier vorne haben wir dann irgendwann zu viele. Hier kommen ja eh nochmal zwei Gleise raus. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Boah, aber schön hier. Die Krokodile mit ihren Kesselwagen, die kämpfen sich hier voran über die Brücke. Jetzt bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen. Dann machen wir hier ein Depot hin und gehen dort in die Gleise rein. Dann ist das hier tatsächlich... Nee, das Feld, das haben wir gelegt. Deswegen geht es nicht kaputt. Das ist eine Textur, die wir selber gelegt haben. Deswegen. Also, Gebäude. Nein, ich brauche die Depots. Gerne irgendwie sowas Kleines. Mal drehen, mal gucken. Das fliegt so halb. Das sieht irgendwie überhaupt nicht vernünftig aus. Das gefällt mir gar nicht. Hier unten ist was? Da wird's verlocht sozusagen. Soll ich hier hinsetzen? Wir machen das so. Wir drehen dich. So, und setzen dich hier auf den Hügel. Dann sieht das auch von hinten kommt noch nett aus. Wenn man jetzt mal guckt hier. Genau. Da, mit der Lokomotive. So, Gleise. Ja, da können wir auch die 120er nehmen. Und jetzt müssen wir einfach hier irgendwie reinkommen. Man sieht auch, das wird problemlos funktionieren. Jawohl, bestens. Wenn wir hier noch rausgehen und hier rein, passt auch. Ich hätte gerne meine Zwergsignale. Einmal hier und einmal hier. Passt. Und dann können wir nämlich bereits zum Zugkauf kommen. Die Vectronen haben wir gesagt. Eine dieser 43. Mal gucken, ob ich die finde. Es lädt gerade noch. Das wäre dann elektrisch vermutlich. Vectron. Heißen die einfach so Vectron? Oder wie heißen die genau? Mal gucken, ob wir die finden. Ich könnte natürlich auch hier mal schnell. Da haben wir die Vectron. Und jetzt davon die mit den 43 Varianten. Ja, ich fürchte, so finde ich die nicht. Also geladen habe ich sie, das weiß ich. Gut, Vectron kommt wieder weg. Wir müssen das anders finden. Trax, ÖBB. Baureihe. Nee, die sehen auch nicht aus wie Vectron. ÖBB. Baureihe. Was sind das? Diesellokomotiven? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Das sind auch sehr coole. Baureihe 101. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine andere Bezeichnung haben. Ich weiß einfach, dass das wirklich 43 Vectron-Lokomotiven sind. Aber wo die jetzt hier genau sind, das muss ich gestehen, weiß ich nicht. Da, BR-193 Vectron. Das sind aber nicht diese vielen. Wo sind die denn hingekommen? Da, tonnenweise Vectron. Weil die sind natürlich zusammengefasst. Wisst ihr, wo die sind? Ich finde die hier tatsächlich nicht. Also definitiv nicht. Das müsste doch dieses eine Paket sein. Richard Wagner. Siemens Vectron. Da, 140 Varianten. Das könnte sein, dass das die sind. Ich habe noch gesagt 43. Sind das tatsächlich so viele? Siemens Vectron, 140 Varianten. Das müssen dann schon die sein. Wow, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich dachte, das sind 43 Pakete, aber denkste. Okay, gut, dann... Ja, jetzt ist natürlich die Qual der Wahl. Naturail, das sind alles extrem schöne Lokomotiven, definitiv. Ach, da sind die Fake-Teile noch drin, okay. Gut, ich würde sagen, wir nehmen mal dich. Und mit Wagen, ja, einfach jemand, der Lebensmittel... Getreide muss er transportieren können, nicht Lebensmittel. Könnten die zum Beispiel RCA Innowagen? Tragwagenbehälter aller Güter, okay. Getreide, das funktioniert schon. Tempo 120 reicht dicke. Die können kein Getreide transportieren, wir müssen die nehmen. So, und da machen wir eine gesunde Länge, 230 Meter. Und wir machen drei Züge, viel mehr passen hier nicht drauf, würde ich sagen. Und das wäre dann der dritte hier, genau, Zentralbahnhof. Und das funktioniert auch. So, gleich mal gucken gehen. Ich hoffe, ich habe das richtige Paket erwischt, aber ich glaube, diese 140 Loks, also die gibt es tatsächlich nur einmal. Und ich kann mich erinnern, dass solche eben dabei waren. Wow.
With the license to rail. Oh, wow, wow. Okay, aber die Wagen, die sind, glaube ich, tatsächlich auch neu. Sehr cool. Das ist ein Transportfieber. Da hat man halt tatsächlich immer wieder was Neues. Das ist aber sensationell. Es ist wirklich einfach ein großer Spielzeugladen. Modelleisenbahn, Spielzeugladen. Und ja, man guckt ab und zu mal auf eine Webseite und zack, hat man wieder neue Lokomotiven und neue Wagen. Ach, wie schön. Gut, cool. Ja, sollen wir noch schnell einsteigen und mitfahren? Ich würde sagen, ja, das müssen wir fast. Was haben wir hier für eine Cam? Aha, wir haben keine Cam in dem Sinn. Können wir selber bestimmen. Wunderbar, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut, das Teil. Wir können mal schnell gucken, was wir hier haben an Führerstandsmitfahrt. Ja, ist okay, ist halt plus minus das, was man so kennt. Ich finde die eigentlich nett, aber ich sehe fast ein bisschen zu wenig. Das ist jedes Mal das Problem, das ich habe. Deswegen setze ich mich tatsächlich lieber meistens auf die Lok. Und das mache ich jetzt auch nochmal. So, und dann düsen wir hier mal mit. Jetzt geht es natürlich zuerst mal in den Bahnhof rein, bevor wir dann wirklich auf große Fahrt gehen. Hier liefern wir dann das Getreide ab. Das kommt dann in die Lebensmittelfabrik und mit den LKWs kommen die Lebensmittel dann auf die andere Seite. Sobald das Spiel merkt, dass wir dort eben Lebensmittel brauchen, und das merkt das Spiel, wenn wir dann die Linie fertig haben mit dem Zug nach Oberböser. Tag, Kollege. Schade, der hat wieder irgendwie keinen Sound hier, der Zug nebendran. Wir haben Sound, das hört man. Naja gut, man kann nicht alles haben. Nochmal drehen. Sehr nett. Also das ist schon wirklich eine sehr schöne Lokomotive. Und ich finde auch diese Wagen klasse. Lass uns aber nochmal schnell gucken hier. Ja, es stottert gerade ein bisschen. Innofright. Cool. Sehr schöne Teile. Da wird wahrscheinlich... Ja, nee, da kann nichts drin sein, weil wir kriegen hier nichts. Wir müssen ja hier Getreide abliefern. Und das machen wir jetzt auch mit Begeisterung. Gleich nochmal hier in die Position. In der Hoffnung, dass der Sound hat hier der Kollege. Jawohl, das hat gepasst. Sehr schön. Ja, die letzten Wagen haben dann keinen Sound mehr. Man kann, wie gesagt, nicht alles haben. So, jetzt die große Fahrt zum ersten Mal auf dieser Strecke. Zum Bauernhof hoch. Und das werden wir jetzt mal schön genießen. Wenn wir eine neue Strecke haben. Und morgen geht's dann, wir gucken genau in die richtige Richtung. Da geht's dann nach Oberböser rauf in den Schnee. Hier schon der Kollege. Ich hoffe, der steht nicht halb auf dem Gleis. Muss man immer ein bisschen aufpassen mit der Signalsetzung, wenn man neue Depots setzt. Ja, sehr nett. Ich glaube, da links. Ne, das klang so, als wäre da auch noch einer unterwegs. Dem ist aber nicht so. Aha, da wartet schon der Nächste. Ja. Die können gleich fahren. Ja, also ein bisschen Sound haben wir. Ein bisschen Sound ist da. So, wieder rüber. Da hinten die Brücken von New York. Das ist natürlich auch alles in der Nähe von New York, ganz klar. Jetzt haben sie da hinten, aber das ist ja nicht New York dort auf der rechten Seite. Da haben sie aber auch schon Türme hingestellt. Ja, die Map, die wächst. Also definitiv. Das sieht man wirklich bei jeder neuen Folge von neuem, dass hier wieder neue Sachen entstanden sind. Cool. Hier einfach dran vorbei. Ja, finde ich auch immer nett. Irgendwie so ein Bahnhof mit einem Gleis. Und dann die anderen Gleise, die dran vorbeigehen, weil man eben nicht in diesen Bahnhof rein muss. Ich weiß auch nicht, das hat einfach was. Am besten noch oben drüber oder unten drunter durch. Das finde ich immer relativ sehr nett. So, ich sehe, die Folge ist schon wieder relativ lang, aber das ist ja kein Problem. Ich sage es gerne immer wieder. Also wenn euch die Folge zu lang ist, einfach mal Pause drücken, da läuft euch nichts davon. Könnt ihr später weiter gucken. Wenn euch die Folge zu kurz ist, es gibt morgen eine neue. Und sonst gibt es von Transportfieber auf dem Kanal mittlerweile auch ein paar hundert Videos. Also irgendeins habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und sonst gibt es von Transportfieber 1 fast 1000 Videos. Und sonst gibt es von Tränenfieber, dem ersten Spiel aus dieser Reihe sozusagen, ja, mehrere tausend, glaube ich sogar. Also irgendwelche Zugvideos findet ihr bei Heisenberg zockt immer. Das ist ganz klar. Und das wird sich auch die Schnelle auch nicht ändern. Dazu hänge ich viel zu sehr an dem Spiel. Zack, gleich geht's rein da vorne. Wir mussten hier halt tatsächlich ein bisschen hin und her.
damit wir die Höhe erreichen. Und das hat ja dann doch relativ gut geklappt. Ab hier ist es eingleisig, jawohl, mit der Brücke, weil wir eben den Effekt haben, dass diese Geländer immer reinhängen. Das ist so schade. Ich hoffe, irgendein Modder oder vielleicht sogar Urban Games kriegt das noch hin, dass wenn man auf einer Brücke eine Weiche baut, dass das mit den Geländern eben auch richtig ist und die nicht dann in den Gleisen drin hängen. Keine Ahnung, wie man das macht. Ich bin nicht Modder und ich bin nicht Programmierer. Das wäre einfach ein Wunsch, den ich noch hätte. So schön, wie es hier runter geht. Auch sehr nett. Fahren hier irgendwann noch LKWs? Eher nicht. Also ich wüsste nicht, warum. Man könnte das einfach machen, damit es noch ein bisschen nach was aussieht, dass man hier noch ein paar LKWs hochjagt. Das wäre natürlich auch möglich. Gut, wir sind angekommen und wir sehen, da liegen bereits die ersten Güter rum. Haben wir was geladen? 7 Einheiten. Sieht man das hier? Geh mal gucken. Ja, vielleicht im letzten Wagen. Hier sieht man nichts. Naja, gut. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Morgen geht es dann darum, dass wir die Lebensmittel nach Oberböser bringen und auch zu dem Städtchen, was wir dort noch in der Nähe haben. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.